Herzlich willkommen zum zweiten Teil über das Fasten. Und vor allem geht es um die Praxis heute, dass ich jetzt zeige, wie man das praktisch durchführen kann. Ein bisschen etwas wird auch Wiederholung sein vom letzten Mal, weil es ja auch wichtig ist, bestimmte Punkte zu wissen. Und es geht auch darum, dass man weiß, worauf man besonders zu achten hat. Schon beim letzten Vortrag habe ich gezeigt, dass nicht jeder fasten darf und wie man auch mit Medikamenten umgeht während des Fastens. Sie dürfen auf keinen Fall abgesetzt werden. Und Fasten ist ein Gesundheitsvorsorgeprogramm und wer unter Krankheiten leidet, sollte auch eine Fastenklinik aufsuchen und unter ärztlicher Führung fasten. Also das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Also hier, dieses Programm ist für ein Gesundheitsvorsorgeprogramm, das jeder zu Hause durchführen kann. Wie sollte man vorbereitet sein auf Fastentage? Es ist wichtig, dass wir uns eine Liste zusammenstellen, was wir besorgen, damit wir das eben zu Hause haben. Denn beim Fasten ist es dann nicht so günstig, wenn man jetzt einkaufen gehen muss. Und so besorgen wir uns einmal die Kräuter, die wir dazu brauchen, die Teemischungen, dann da gehört eben Birkenblätter, Brennnessel und Zinnkraut dazu, dann die Gemüsesäfte, für die Gemüsesäfte Karotten und rote Rüben, dann pro Tag kann das 1 Kilo sein, das man braucht. Dann brauche ich einen Entsafter, da geht es auch wieder darum, welchen Entsafter. Und da mache ich mir eben vorher Gedanken. Dann brauche ich ein Glaubersalz, brauche ich Bittersalz und ein Einlaufgerät. Dann sollte ich mir Bio-Chlorella beschaffen und auch den Gerstengrassaft bzw. Gerstengrassaftpulver und auch Utensilien für einen Leberpickel. Das werde ich dann später alles noch einmal genauer beschreiben und auch ein Basenpulver für innerlich und für äußerlich, also innerlich, um eben die Mineralien auszugleichen und äußerlich für das Basenbad, wenn man das durchführt, weil es eben auch eine sehr gute Maßnahme darstellt. Dann für die Salzabreibung ist also angebracht, sich ein feines Natursalz zu besorgen. Und ich werde dann auch später noch die Salzabreibung genauer beschreiben. Dann brauche ich Gemüse für die klare Gemüsebrühe, Karotte, Sellerie, Zwiebel. Und dann kann ich mir einen Massagetermin ausmachen oder ich habe jemanden, der ins Haus kommt, dass ich mich massieren lassen kann. Also es gehört eigentlich zum Fastenprogramm dazu, dass man auch eine Massage durchführen lässt. Zur Wiederholung, was geschieht jetzt beim Fasten? Stoffwechselschlacken werden ausgeschieden, die Kanäle der Ausscheidung werden aktiviert, der Urin zeigt eine dunkle Farbe, kann penetrant riechen, genauso wie der Körpergeruch. Das muss man wissen, dass das auch passiert und dann kann man ja auch feststellen, ja, jetzt entgifte ich, jetzt kommt was raus. Die Zunge ist stark belegt, der Geschmack pappig bis fade, der Mundgeruch schlecht, dann können sogar schlechte Träume auftreten in der Nacht, Stimmungsschwankungen, denn auch seelischer Müll soll abgeladen werden. Worauf ist jetzt noch besonders zu achten beim Fasten? Dass wir sehr viel Ruhe benötigen. Also wenn Sie fasten, dann bitte arbeiten Sie nicht. Also nehmen Sie sich eine Woche frei oder je nachdem, wie lange Sie fasten, einfach diese Auszeit gönnen, entweder Urlaubstage, dann viel trinken. Also auf das ist ganz besonders zu achten, dass man genügend trinkt. Dann tägliche Reinigungsbäder durchführen, warme Duschen oder Dampfbäder. Dann der tägliche Einlauf ist ganz, ganz wichtig. Dann gründliche Mundreinigung, mehrmals Spülungen machen. Dann gründliche Zahnpflege, übelriechende Stoffe werden nämlich ausgeschieden. Eben auf diese Mundpflege ist ganz besonders zu achten und eben diese Bäder durchzuführen, damit die Ausscheidung auch damit beschleunigt wird. Dann zur Fastendauer.
Wie ich schon beim ersten Vortrag das erklärt habe, man kann also nur einen Tag fasten für Anfänger. Das kann man wirklich sehr gut auch zu Hause machen, vor allem für Ängstliche. Einfach mal diese Fastenerfahrung machen. Dann kann man 3 Tage fasten und ein Säftefasten damit starten, mit frisch gepressten Säften, mit Gemüsesäften, mit Tees. Und für Fortgeschrittene ist dann ein einwöchiges Programm schon angezeigt. Das kann man natürlich auch in Fastenkliniken durchführen, ein längeres Fastenprogramm oder in Fastenpensionen. Es ist natürlich immer auch schön, wenn man in der Gruppe fastet, wenn man mit Gleichgesinnten beisammen ist. Und so macht es dann auch viel mehr Freude, wenn man mit anderen gemeinsam diesen Weg geht. Eben mit frisch gepressten Säften, mit Tees, mit Gemüsebrühe, mit grüne Säfte und mit Darmreinigung. So würde eben ein einwöchiges Programm ausschauen. Und für Profis wäre dann eben das 3-wöchige Programm, dass auch viele, die Krebs haben im Anfangsstadium, das durchführen und die dann wirklich eine gewaltige Gesundheitsverbesserung erleben. Und hier eben wiederum mit Gemüsesäften, mit Tees, mit Gemüsebrühe, mit grünen Säften und mit Darmreinigung. Und dann kann man 2-mal im Jahr so eine Fastenwoche durchführen, als Gesundheitsvorsorge. Oder, wie wir vorher schon gesagt haben, man kann jede Woche einen Fastentag machen. Das sind also viele Möglichkeiten, die man hat. Und man wird dann auch nicht mehr so anfällig für Infektionen, dass man nicht mehr so leicht einen grippalen Infekt bekommt. Und so ist es wirklich ein sehr gutes Gesundheitsvorsorgeprogramm. Fastenkrisen sind Heilkrisen. Das muss einem bewusst werden, wenn man so einen Schritt macht zum Fasten hin. Man fühlt sich nämlich flau, gereizt, schwermütig, alte Beschwerden können wieder aufflackern. Das muss man wissen. Also manchmal ist man dann ganz entsetzt, was da jetzt sich abspielt. Oder eben auch schwermütig, dass man wird, dass man schlecht schlafen kann, weil alles jetzt oder sehr vieles eben herausgelöst wird und in den Blutkreislauf kommt. Und das belastet natürlich. Aber da kann man eben sehr viele Hilfen erreichen durch vermehrtes Trinken. Dann vor allem Kräutertees und auch Wasser kann man sehr viel trinken an dem Tag, 2 bis 3 Liter. Dann warme Bäder machen, damit kann man eben eine Erleichterung herbeiführen. Dann sollte man auch viel ruhen, schauen, dass man warm hat, weil beim Fasten friert man sehr oft. Das Gebet ist auch sehr wichtig, dass man sich getragen weiß, denn Gott hilft einen auch in diesen Situationen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, mit einem Leberwickel auch die Entgiftung zu verbessern. Die Leber arbeitet ja um 40% besser, wenn wir so einen Leberwickel durchführen. Und das gehört eben auch in diese Hilfsmaßnahmen hinein, dass man dann das auch verstärkt einsetzt. Natürlich ist gut, wenn man einen Fastenberater hat oder jemand, der sich gut auskennt, dass man dann auch mit dem sprechen kann oder man telefoniert mit jemandem und braucht Hilfe. Denn manchmal ist es nicht so einfach, wenn man dann solche Erscheinungen hat oder solche Symptome bekommt und ist dann leicht verzweifelt oder wird ängstlich. Ja, diese Fastenregeln sind jetzt ganz wichtig einzuhalten. Als erstes für Entspannung und Ruhe sorgen. Das muss gewährleistet sein. Also es sollte auch diese Fasten, dieser Ort, wo man fastet oder diese Fastenklinik an einem ruhigen Ort sein, nicht an einer Hauptstraße, wo Verkehrslärm ist, sondern wirklich mitten in der Natur und auch reichlich für Flüssigkeitszufuhr sorgen, 2 bis 3 Liter. Das gehört zu den Fastenregeln dazu, dann eben die regelmäßige Darmentleerung, wie ich schon gesagt habe, am Anfang mit Glauber und Bittersalz und später dann eben jeden Tag einen Einlauf machen oder eben eine Darmspülung nach Stiefel. Dann keine großen Anstrengungen machen. Es gibt ja Fastenwanderwochen, die ich also nicht befürworte. Ich meine, junge Leute können das vielleicht bewältigen, aber wenn man fastet und eben Leiden hat, dann ist das nicht so günstig, wenn man da große körperliche Anstrengungen durchführt. Also man kann spazieren gehen
Und dann die tägliche Gymnastik machen, einfach, dass man beweglich bleibt, dass die Muskulatur nicht so sehr erschlafft. Und dann ein weiterer Punkt ist, dass man, bevor man Fasten beginnt, eine leichte Kost durchführt. Nicht, dass man vorher einen Schweinsbraten isst und dann Fasten beginnt. Also das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Sondern einen leichten, eine ganz leichte Kost durchführen, so wie bei den Aufbautagen, dass man, wie gesagt, ein leichtes vegetarisches Menü durchführt und auch für warme Kleidung sorgt. Beim Fasten friert einen immer. Dann kann man ein aufsteigendes Fußbad machen. Immer schauen, dass man warme Hände, warme Füße hat. Dann in der Nacht das Fenster offen lassen, damit eben frische Luft hereinkommt und eben diese schlechte Ausdünstung dann abwandern kann sozusagen. Dann warme Bäder, das gehört zu den Fastenregeln dazu, und Duschen. Also das wäre ganz fatal, wenn man diese Anwendungen nicht durchführen würde. Dann ein absolutes Verbot von Alkohol, Bohnenkaffee und Nikotin. Und es ist eine gute Gelegenheit, mit diesen schlechten Angewohnheiten zu brechen. Das ist eine gute Gelegenheit, das Fasten, dass man eben damit dann aufhört. Dann sollte nach dem Fasten brechen, also wenn man dann wieder mit fester Nahrung beginnt, sollte nur mit leichter Kost begonnen werden. Denn es kann fatale Auswirkungen haben, wenn man da etwas schwer Verdauliches dann essen würde. Die Verdauungssäfte werden während des Fastens reduziert und dadurch brauchen die auch wieder länger, wenn man mit dem Fasten aufhört, bis die wieder alle aktiviert sind. Und wenn hier jetzt etwas schwerer Verdauliches genommen wird, das könnten auch Nüsse sein, das könnte dann nicht verdaut werden und es könnte zu einem Darmverschluss kommen. Wenn man da jetzt eine größere Menge isst, das was ja auch schon mal vorgekommen ist, als jemand einen ganzen Sack Nüsse gegessen hat, weil er jetzt auf einmal hungrig war danach und dann ist es zu einem Darmverschluss kommen. Also das ist jetzt ein ganz extremer Fall, aber das kann natürlich passieren. Ich möchte jetzt auf die einzelnen Punkte noch ein bisschen näher eingehen, dass man eben diese Ruhe, den ersten Punkt, diese Ruhe sich gönnt, indem man Urlaub nimmt, indem man für ein ruhiges Umfeld sorgt, um eben zu einer vollkommenen Entspannung zu kommen und dass man, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich keine Arbeit mitnimmt. Manche wollen dann unbedingt sich also ganz viel Arbeit mitnehmen und das dann in dieser Zeit durcharbeiten. Und das ist nicht empfehlenswert. Wirklich völlig entspannen, völlig abschalten. Und wenn dann eben nur schöne Bücher oder sich schöne Filme anschauen, aber alles, was eben eher zu einer Entspannung führt und was einfach gut tut, auch für die Seele. Dann haben wir als zweiten Punkt die reichliche Flüssigkeitszufuhr. Das ist jetzt auch wieder wichtig, 2 bis 3 Liter Wasser oder Kräutertees, denn über die Niere wird natürlich jetzt sehr viel ausgeschieden und auch die Schleimhäute und sollten befeuchtet werden, aber wie gesagt, die Ausscheidung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil in diesem Entgiftungs- und Reinigungsprogramm. Reichlich Flüssigkeit. Der dritte Punkt wäre eben die tägliche Darmentleerung. Wie ich schon gesagt habe, dass eben am Anfang nimmt man Glauber oder Bittersalz am ersten Tag am Abend den Saft von einer Grapefruit. Bittersalz ist ja nicht gerade sehr angenehm zum Einnehmen, aber mit Glaubersalz mit der Grapefruit ist dann so, dass man es wirklich ganz gut auch hinunterbringt. Ne? Und das sollte man mit 200 Milliliter Grapefruitsaft eben verdünnen und dann am Vorabend trinken. Und anschließend kann dann jeden Tag eine Darmspülung durchgeführt werden, entweder mit dem Einlauf oder mit dem Heimkolongerät von der Firma Stiefel. Ein Heimkolonspülgerät, also das man zu Hause selbst durchführen kann. Ich möchte jetzt zeigen, wie man einen Einlauf durchführt oder beziehungsweise besprechen. Ich brauche also diesen Irrigator, den kann man in jeder Apotheke bestellen oder auch im Internet bestellen.
Auch Reformhäuser bieten das an, die eben auch diese Materialien für das Entschlacken anbieten. Und da kann ich diesen Irrigator mit einem halben bis ein Liter lauwarmer Flüssigkeit füllen. Ich muss dann den Schlauch mit dem Ansatzstück einfetten, auch dieses Ansatzstück oder den Schlauch füllen mit Wasser und den Hahn abschließen. Dann auch den After gut einfetten. Dann ist auch wichtig, dass ich kann also den Einlauf in der Badewanne durchführen und diese Kanne dann eben bei der Duschvorrichtung aufhängen und gehe dann in die Knielage, wenn ich das also in der Badewanne durchführe. Und wenn ich es im Bett durchführe, brauche ich eine Gummiunterlage und dass ich in die linke Seitenlage mich hinlege und auch einen Kleiderständer mir hinstelle, wo ich den Irrigator aufhängen kann. Also das alles muss ich vorher machen. Dann führe ich eben dieses eingefettete Ansatzstück in den After ein, öffne den Hahn und lasse ihn langsam einlaufen. Und kann aber unterbrechen immer wieder, wenn man spürt, jetzt wird der Druck zu groß, dann kann ich den Hahn wieder abdrehen und ein bisschen warten und dann wieder eben nachlaufen lassen. Und ganz am Schluss, wenn ich dann das Ansatzstück wieder herausnehme aus dem After, dann warte ich noch 5 Minuten, aber ich muss schon in der Nähe einer Toilette sein, weil ich sonst gefährlich werden könnte, wenn der Druck zu groß ist. Also die Toilette sollte in der Nähe sein und dann schauen, dass man möglichst schnell dorthin gelangt, damit es keine Katastrophe gibt sozusagen. Ja. Das wäre eben der dritte Punkt gewesen und jetzt kommt der vierte Punkt. Man sollte keine größeren Anstrengungen durchführen, nur leichte Wanderungen, Spaziergänge, die Gymnastik, Schwimmen ist auch sehr gut angebracht, auch flach mit dem Radfahren an flachen Stellen, also nicht bergauf, nichts Anstrengendes und vor allem keine Sprints. Also die Sprints wären ganz, ganz gefährlich. Es ist nicht empfehlenswert, und absolut abzulehnen. Täglich werden wir unsere Muskulatur stärken, indem wir gymnastische Übungen durchführen und auch Dehnungsübungen. Das ist gerade so beim Entschlacken und Fasten sehr wichtig, weil die Muskulatur abgebaut wird. Und so kann man also die verschiedensten Dehnungsübungen durchführen und gymnastischen Übungen, worüber man sich auch vorher informiert, wenn man das jetzt zu Hause durchführt. Und sonst in diesen Fastenkliniken hat man diese Programme meistens schon vorbereitet. Dann ein wichtiger Punkt ist, eben einen Tag vor Beginn des Fastens nur leichte Kost essen. Was heißt jetzt leichte Kost? Auf keinen Fall, wie gesagt, gebratenes Fleisch oder sonst irgendetwas Frittiertes oder schwer Verdauliches, sondern, wie gesagt, es kann ein bisschen gekochtes Getreide sein und Gemüse dazu. Das würden wir empfehlen, also wie man auch auf diesem Bild hier sieht, das ist so ein Reis-Gemüse-Teller. Sowas wäre zu empfehlen, was man am Vortag isst. Dann ist es so, dass beim Fasten läuft die innere Heizung auf Sparflamme. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auf warme Kleidung achten und warme Bäder nehmen, damit der Körper immer warm hat. Dazu zählen eben auch die Duschen und also sich regelmäßig zu duschen oder Dampfbäder durchzuführen und aufsteigende Fußbäder kann man durchführen. Dann eben zu schauen, dass man immer warm gekleidet ist. Das heißt auch warme Socken anzieht oder eben eine warme Jacke und so darauf achtet, dass der Körper nie auskühlt. Denn das ist auch für die Heilung sehr wichtig, dass eine gute Blutzirkulation herrscht, weil wenn wir zu kalte Füße haben und zu kalte Hände haben, dann gelangt zu wenig Blut oder zu wenig Blut in die Peripherie, aber zu viel Blut zu den inneren Organen. Und das wollen wir ja auch vermeiden. Also es ist ganz wichtig, dass wir hier darauf achten, dass eben beim Fasten die innere Heizung auf Sparflamme geht.
Dann der achte Punkt ist, dass man auf einen guten Schlaf achtet. Da kann man natürlich auch einiges machen. Manchmal ist man sehr aufgedreht beim Fasten, vor allem eben, wenn man gewohnt ist, immer zu essen und jetzt hat man nichts zu essen und dann gehen die Gedanken rund und das ist dann oft sehr schwer, dass man dann zu einem guten Schlaf kommt oder dass man einschlafen kann. Da wäre eben vor dem Schlafengehen ein warmes Fußbad von großem Vorteil und oder dass man vorher noch einen leichten Spaziergang macht und dass man noch ein bisschen Bewegung macht. Oder man kann auch ein warmes Vollbad nehmen und einen Melissetee trinken. Von heißen Bädern ist abzuraten am Abend, weil die Nerven aufputschen und dann kann man erst recht nicht einschlafen. Ne? Deshalb ist es sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass es nicht zu heiß ist, dieses Fußbad oder auch das Vollbad. Das wäre jetzt zum Schlaf und dann auch ganz empfehlenswert ist es, immer das Fenster offen zu halten, damit eben gut Sauerstoff hereinkommt und auch die schlechte Luft wieder abgehen kann, damit eben kein Sauerstoffmangel geschieht und dass auch die Träume nicht negativ beeinflusst werden durch diese Gifte, die jetzt im Körper kreisen und auch durch die schlechte Luft, die im Raum ist. Ne? Es hat ja immer etwas mit Entgiftung zu tun. Und der nächste Punkt wäre jetzt noch einmal das Kältegefühl, dass wir da darauf achten, dass man warme Fußbäder oder ein warmes Vollbad nimmt, wenn man eben zu kalt hat. Dass er immer wieder auftreten kann, da sollte eben diese Einrichtung vorhanden sein. Und wir sorgen eben vor, dass wir das alles zu Hause haben, wenn wir so eine Fastenkur durchführen. Dann haben wir den 11. Punkt mit völligem Verzicht auf Alkohol, Bohnenkaffee und Nikotin. Eine wunderbare Gelegenheit, diese Laster für immer loszuwerden. Für jeden empfehlenswert, denn diese Genussmittel schaden unserem Körper, richten auf Dauer wirklich eine Verheerung an, sie übersäuern den Körper und es wäre also wirklich völlig verkehrt, danach nach so einer Fastenkur wieder mit diesen Dingen zu beginnen. Deshalb wäre das wirklich der beste Augenblick, um mit diesen schlechten Gewohnheiten zu brechen. Und nach einer Fastenkur, das ist jetzt der 12. Punkt, ist auf jeden Fall darauf zu achten, nicht sofort mit einer schweren Kost zu beginnen, sondern stufenweise, Schritt für Schritt aufzubauen und vor allem dann neue Gewohnheiten zu lernen. Auf keinen Fall eben in alte Gewohnheiten zurückfallen. Das wäre eben ein wichtiger Schritt für einen dauerhaften Genesungsprozess oder für eine dauerhafte Gesundung. Und hier zeige ich jetzt, was man machen kann, eben wenn man nach dem Fastenbrechen mit der Aufbaukost beginnt. Also in den ersten Tagen nur leichte Kost durchführen, mit neuen Gewohnheiten beginnen, mit neuen Essensgewohnheiten beginnen. Dann vor allem also das richtige Kauen lernen, dann langsam essen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir diese Gewohnheiten, diese schlechten Gewohnheiten nicht mehr Einzug halten lassen, dass wir langsam essen, dass wir die Nahrung genießen. Schmeckt alles viel besser, wenn man das wirklich regelmäßig lernt und durchführt. Und dann auch nicht zu viel zu essen und vor allem auf eine vollwertige Kost umstellen. Das wäre eben der erste Teil für das Fastenbrechen. Und beim zweiten Teil der Aufbaukost, wir müssen einfach wissen, dass die Verdauungsvorgänge beim Fasten gedrosselt sind, dass nicht mehr die Verdauungssäfte so produziert werden wie vorher. Das geht jetzt alles auf Schmalspur sozusagen. Und es hätte fatale Folgen, wenn man
jetzt hier eine schwerere Mahlzeit zu sich nehmen würde, mit Schmerzen, Koliken bis zum Darmverschluss könnte das führen. Und jetzt wollen wir eben neue Essensgewohnheiten lernen. Das heißt, durch neue Essensgewohnheiten, durch einen neuen Lebensstil wird es zu weniger chronischen Erkrankungen kommen. Zu einem längeren Leben wird es führen und zu allgemein zu einer besseren Gesundheit. Also das heißt, das Fasten allein wäre zu wenig. Wir wollen jetzt auch eine Umstellung haben. Wir wollen jetzt lernen, neue Essensgewohnheiten einzuführen. Und ich habe das immer in diesen dreiwöchigen Gesundheitsprogrammen mit meinen Gesundheitsgästen gemacht, dass wir in der ersten Woche haben wir gefastet, gereinigt und diese Anwendungen gemacht, in der zweiten Woche die Aufbaukost durchgeführt und dann eben in der zweiten, dritten Woche eben diesen neuen Lebensstil gelernt. Und damit hat man dann einen Gewinn für sein weiteres Leben. Und da sollte man eben dabei bleiben, wenn man das schon gelernt hat. Und neue Gewohnheiten einfach auch im guten Kauen. Wir wissen, dass die Verdauung bereits im Mund beginnt. Und langsames Kauen bringt auch das Sättigungsgefühl früher. Denn das kommt mit 20 Minuten und wenn wir gut kauen, dann sind wir auch früher satt, dann ist das Überessen nicht so leicht, wird man nicht so leicht zu den alten Gewohnheiten des Überessens kommen. Ja. Und wichtig ist eben, dass man langsam isst und auch die Nahrung genießen kann, also wirklich Maß halten in allen Dingen und einfach eine vollwertige Kost zu sich nehmen und nicht so viel zu essen. Das wären also ganz wichtige Ratschläge, wenn wir mit dem Fasten aufgehört haben und dann lernen, neue Gewohnheiten anzunehmen und anzulernen. Ja, das ist oft nicht so einfach. Und ich werde jetzt so einen Wochenplan zeigen, wie wir das durchführen können für eine einwöchige Entschlackung zu Hause. Wir brauchen also die Vorbereitungsphase, wie ich schon erklärt habe, dass man dann nur leichte Kost isst. Man könnte einige Tage sogar nur ganz eine leichte Kost essen mit Obst und Gemüse. Und wir haben am Anfang schon gesagt, was wir alles brauchen, was wir alles besorgen, dass wir alles zu Hause haben, wenn wir damit beginnen. Und sollte der erste Tag ein Rohkosttag sein, so könnte man jetzt so eine Woche durchführen. Rohkost mit Entschlackungstees, mit Dampfbad und mit Basenbad, auch Darmreinigung. Am zweiten Tag mit frisch gepressten Säften, auch wieder mit Darmreinigung, Entschlackungstees, Dampfbad, Leibwickel. Also das kann man dann auch am zweiten Tag durchführen. Und dann dritter, vierter, fünfter Tag, wieder zweiter Tag, also immer wieder die Säfte, da hat man eben dieses Saftfasten mit Einläufen oder mit Darmspülungen, dann die Entschlackungstees und eben Anwendungen wie Bäder, Leibwickel, Leberwickel oder eben Basenbäder. Also man hat dann, und die Massagen kann man auch in dieser Zeit dann durchführen lassen. Und am fünften Tag macht man dasselbe wie am ersten Tag mit Rohkost. Das wäre dann der Aufbautag, dass man dann die Rohkost durchführt und einen Rohkosttag. Und am sechsten Tag beginnt man mit der Aufbaukost, so wie ich es jetzt vorher erklärt habe, auch Verdauungstee. Da kann man Fencheltee, Kümmeltee machen, weiterhin auch Massage durchführen. Und der siebte Tag ist dann auch wieder sechste Tag und da könnte man noch längere Zeit, also das mit dieser Aufbaukost machen und dann langsam zu einer vollwertigen, vegetarischen, guten täglichen Kost überzugehen, was man jeden Tag dann zubereiten kann. Und in meinen Programmen haben meine Gesundheitsgäste auch gelernt, da haben sie Kochkurse bekommen und haben dort gelernt, wie man dann diese auch vollvegetarische Ernährung durchführt, vollwertig und so, wie wir gehört haben, neuer
Wein in neue Schläuche, wenn der Darm gereinigt ist, dann wird auch der Darm diese Nahrung gut vertragen können und gut aufnehmen können. Und unterstützen können wir es eben mit einem Fencheltee, damit die Verdauung besser funktioniert. Jetzt schauen wir uns so einen Tag an, wie zum Beispiel jetzt der erste Tag aussieht mit der Rohkost. Denken daran, dass man eben 2 Liter Wasser trinken sollte. Ich habe meistens dann so Blätter, wo man dann das einträgt, wie viel man getrunken hat, wie viel Stuhlgang man gehabt hat, was man genau gegessen hat, dass man auch den Puls kontrolliert, dass man den Blutdruck kontrolliert, also das wäre alles möglich. Und auch, dass man einträgt, ob man gut geschlafen hat, ne? Und so hat man dann auch einen Überblick, aha, am dritten Tag habe ich eine Krise bekommen, das trägt man dann auch auf diesem Blatt ein. Und das ist also ganz, ganz wertvoll. Und so kann man eben dann, hat man sich das Obst und Gemüse besorgt für die Rohkost. Das hat man zu Hause, dass man eben 500 Gramm pro Mahlzeit auch Gemüse zu sich nimmt oder eben wie gesagt Obst. Am besten ist aber schon Gemüse und hat auch dann das Chlorella, dass man 3-mal am Tag das Chlorella nimmt, man aufbauend nimmt. Das heißt, man fängt mit einer niedrigen Dosierung an und steigert es dann. Dass man zum Beispiel mit 3-mal einer Chlorella anfängt und die hilft ja auch entgiften. Und dann steigert jeden Tag um eine, bis man dann bei 3x4 ist, 3x4 Chlorella. Und auch Gerstengras-Saftpulver nimmt man 3-mal am Tag einen Teelöffel mit ungefähr 100, 150 Milliliter Wasser. Tut man das auflösen und dann trinken. Am Vormittag kann man dann ein Dampfbad machen, Sauna oder auch Basenbad durchführen. Am Nachmittag ein leichtes Bewegungsprogramm, dass man spazieren geht, dass man Atemübungen macht. Und auch tagsüber, dass man sich 1 bis 2 Stunden ausruht, vor allem wenn man ein Bad eingenommen hat. Das ist ja oft sehr anstrengend, wenn man warme Bäder macht. Und da ist es dann sehr angenehm, wenn man sich danach hinlegen kann. Und vor allem immer schauen, dass man genug Ruhe und Entspannung gehabt hat. Das wäre der erste Tag. Am zweiten Tag, also der erste Tag war mit Rohkost. Und jetzt macht man die Darmreinigung. Man schaut wieder, dass man über den Tag verteilt 2 Liter Wasser trinkt. Dann haben wir die Darmreinigung mit 2 Esslöffel Glaubersalz. Aber das nehmen wir nur einmal, denn das Glaubersalz kann sehr die Schleimhäute reizen. Die nächsten Tage dann nur mehr Einläufe machen. Und dieses Glaubersalz, wie ich vorher schon erwähnt habe, tun wir eben auflösen mit lauwarmem Wasser. Und dann eben einen Grapefruitsaft dazu, weil es dann auch einfach besser schmeckt. Und am Morgen schon beginnt man mit einem Entschlackungstee. Dann bereitet man sich diese Saftmahlzeiten zu. Man kann eben mit Früchte arbeiten oder eben mit Gemüse, mit Äpfel, mit Ananas, mit Beeren, mit Orange, wäre eben so das Rezept für einen Fruchtsaft. Man braucht natürlich dann einen speziellen Safter. Da wäre eben der Green Star oder der Champion-Saft ist sehr gut geeignet dazu, weil man da eben auch Obsthefte machen kann. Und dann, das könnte man wie gesagt in der Früh mit so einem Obstsaft machen, zum Mittag dann einen Gemüsesaft, eben auch so ungefähr 300 Milliliter. Und am Vormittag könnte man schon einen Leibwickel durchführen. Zum Mittag, wie gesagt, dann den Gemüsesaft trinken und 300 Milliliter. Und wie gesagt, aus Karotten, aus roten Rüben, wie es einem auch am besten schmeckt, mit Gurke, Tomate. Und ich habe ja das festgestellt in einem Gesundheitszentrum, wo ich so eine Entschlackung durchgeführt habe. Da hat man Knoblauch hineingegeben, man hat Kraut hineingegeben und das war dann so scharf und ekelig, dass ich gesagt habe, wenn ich einmal ein Fastenprogramm mit Gesundheitsgästen mache, dann werde ich ihm nur gute Säfte geben. Und so, dass es wirklich angenehm ist und gut schmeckt. Und das ist eben auch gewährleistet mit diesen frisch gepressten Fruchtsäften. Vor allem der Ananassaft ist ganz, ganz köstlich. Und wie kann man gesagt, Apfel und Orange dazugeben.
Und sonst Karotten und rote Rüben eignen sich auch wunderbar für den Gemüsesaft. Ne? Wenn jemand natürlich gern mit Gurken oder mit Tomaten, das möchte, kann er das auch machen. Aber wie gesagt, mit Kraut und mit Knoblauch, da würde ich eher zurückhaltend sein, weil das dann sehr scharf ist und nicht so gut schmeckt. Und es soll ja auch angenehm sein, diese Fastenzeit. Wir nehmen dann immer auch das Chlorella zu dieser Zeit und auch das Gerstengraspulver, das aufgelöst wird in 150 Milliliter Wasser. Am Nachmittag kann dann ein Basenbad wieder durchgeführt werden oder eben eine Ganzkörpermassage. Hier betone ich wieder Ganzkörpermassage. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man nur den Rücken massiert, dann kann man die Schlacken dann in die Arme hinein massieren. Dass die Ganzmassage deshalb wichtig ist, dass auch die Arme frei werden. Sonst, es ist tatsächlich so passiert, dass wir einmal nur eine Rückenmassage gemacht haben und dann hat diese Dame dann am nächsten Tag gesagt, also das ist ganz komisch, meine Arme sind so schwer und schmerzhaft. Ne? Also da hat man wirklich gesehen, dass diese Schlacken in die Arme gegangen sind. Und auf das sollte man sehr achten. Eben auch ein Ganzbad, das die Zirkulation, die Blutzirkulation fördert, dass eben auch diese Schlacken dann besser zu den Ausscheidungsorganen geführt werden können. Am Abend kann man dann einen Entschlackungstee trinken oder eine Kaliumbrühe. Später werde ich das Rezept dann noch erklären. Und vor dem Zu-Bett-Gehen wäre dann noch gut, eben einen Schlaftee zu trinken oder einen kleinen Spaziergang zu machen. Das wäre also der zweite Tag. Und ich zeige jetzt, wie man das Kaliumbrühe-Rezept macht. Kaliumbrühe deshalb, weil hier viele Mineralien, vor allem Kalium drinnen ist. Gemüse enthält ja sehr viel Kalium. Und da haben wir eben die Karotte, die Zwiebel, die Kartoffel. Kartoffel ist aber auch sehr kaliumreich. Und ein kleines Stück Sellerie, in einen halben, also diese Gemüse jetzt zerkleinern und in einen halben Liter Wasser kochen. Wie gesagt, auch vorher das Gemüse reinigen und klein schneiden und dann 10 Minuten kochen. Und dann abseihen, dann kann man ein kleines bisschen Gemüsebrühe dazugeben, aber wirklich fast nicht salzen, denn sonst wird das Körperwasser nicht so gut ausgeschwemmt, weil ja Salz Wasser bindet. Und deshalb ist wichtig, dass wir nur ganz ein klein wenig Geschmack dazu bringen mit der Gemüsebrühe, aber sonst kein Salz dazugeben. Das wäre jetzt eben die Kaliumbrühe gewesen, die wir auch jeden Tag beim Fasten am Abend oder auch zum Mittag zu uns nehmen, also wie man das eben auch haben möchte. Und man freut sich natürlich über die Wärme, die diese Kaliumbrühe bringt, weil man sie ja auch heiß isst und weil einen ja beim Fasten immer zu kalt ist und friert. Ja, der dritte und vierte Fastentag ist dann wieder zweite. Wie wir da auf diesem Bild sehen, dass wir einen frisch gepressten Saft zubereiten, dass wir dann eben ein Vollbad durchnehmen an diesem Tag und dass wir dann den Saft wirklich nicht hinunterschütten, sondern mit dem Löffel essen und auch den Saft sozusagen kauen und wirklich genießen. Den kann man dann mehr genießen, wenn man das mit dem Löffel zu sich nimmt. Dann haben wir eben das Bild über die Wanderung in der Natur, das Spazierengehen und die Atemübungen, das tiefe Durchatmen in der Natur. Und dann haben wir auch die Massage, die Ganzmassage. Hier ist wieder darauf zu achten, dass eben eine Ganzmassage durchgeführt wird und nicht eine Teilmassage, wo wir dann erlebt haben, wo eben eine Dame, wo nur der Rücken massiert wurde, am nächsten Tag gesagt hat, oh, ihre Arme sind so schwer und so schmerzhaft. Und dann hat man wirklich gesehen, dass die Schlacken in die Arme hinaus massiert wurden. Und deshalb ist so wichtig, eben die Füße und die Arme wirklich alles zu massieren, dass alles zu den Ausscheidungsorganen geführt wird. Und die Massage ist ein ganz, ganz wichtiger Teil beim Entschlacken und beim Fasten. Dann kommen wir zum Fastenbrechen. Der ist wie der erste Tag mit Rohkost. Wir haben hier Obst oder Gemüse, Entschlackungs- und Verdauungstees, machen Bewegung im Freien und so lernt der Körper wieder langsam die Nahrung aufzunehmen.
das ist eben ganz, ganz wichtig, dass der Körper muss erst wieder lernen, die Verdauungssäfte müssen wieder produziert werden. Der Körper muss lernen, jetzt wieder Nahrung zu verdauen. Er war jetzt einige Tage nur Flüssignahrung gewohnt. Und da kann man nicht einfach mit ganz viel fester, schwerer Nahrung beginnen. Also wir fangen mit kleinen Portionen an und dann gehen wir auf die Aufbaukost über. Das heißt, hier wird dann schon wird etwas Rohkost gegeben und dann gekochtes Getreide und gekochtes Gemüse. Wichtig ist hier, dass eben, und auch Dinkelcracker könnte man schon essen, je nachdem, wie man es zusammenstellt. Man kann dann jeder machen, wie er möchte. Entweder einen Rohkosttag mit Dinkelcracker oder wie gesagt gekochtes Getreide und gekochtes Gemüse und vorher etwas Rohkost. Kleine Portionen, langsam essen und die Nahrung genießen, vor allem ganz, ganz gut kauen, ja, weil erst die Verdauungssäfte wieder in Gang kommen müssen. Und diese Aufbaukost kann jetzt eine ganze Woche dauern. Da können Sie sich wirklich Zeit lassen, dass der Körper langsam wieder normale Ernährung zu sich nimmt und das auch gut verdauen kann. Und das kann man, wie gesagt, eine längere Zeit sogar durchführen, wenn man vorher auch die Rohkost gehabt hat. Und vor allem neue Essensgewohnheiten lernen. Das ist jetzt ein wichtiger Lernprozess. Von alten Gewohnheiten kann man durch das Fasten dann wegkommen, ganz leicht wegkommen, weil diese Gewohnheiten unterbrochen sind und fängt dann mit neuen Gewohnheiten an. Aber es braucht ungefähr 6 Wochen, bis neue Gewohnheiten ein fester Bestandteil geworden sind. Und deshalb sollte man sich wirklich Zeit nehmen, um das konsequent durchzuführen, dass man in diesen neuen Modus hineinkommt und diese neuen Gewohnheiten dann zu einem festen Bestandteil seines Lebens wird. Ich will jetzt ein Rezeptbeispiel bringen von einer Früchte-Getreide-Mahlzeit mit Rohkost, beziehungsweise ein Tagesbeispiel ist das, mit Gemüse und also eine Gemüse-Getreide-Mahlzeit mit Salatteller und abends aber nur eine Kleinigkeit. Das heißt, da eignen sich Gemüsesuppen sehr gut und auch Cracker kann man als leichte Mahlzeit dann essen. Cracker sind auch sehr schnell verdaut und brauchen noch nicht so viel Verdauungskraft. Zum Frühstück sollte man Obst und Getreide kombinieren, zum Mittagessen dann Getreide und Gemüse mit Rohkost. Das ist auch sehr wichtig, dass wir eben die Rohkost einsetzen, dass man sie vor der Kochkost isst, damit man schon die Enzyme geliefert bekommt und es dann auch besser und leichter verdaut werden können. Also ich möchte Ihnen hier einen vegetarischen Tagesplan zeigen. Wir beginnen mit einem vollwertigen Frühstück. Da können wir also ein Müsli nehmen, wir können Getreide kochen, wir können ein Vollkornbrot nehmen mit einem Aufstrich und Getreidemilch oder eine Pflanzenmilch eben dazu nehmen und Obst. Das wäre also das Frühstück. Dann, das ist auch sehr sättigend, das hält auch sehr lange an. Dann zum Mittagessen haben wir vorher die Rohkost. Das ist sehr wichtig, weil wir da die Enzyme zu uns nehmen, sodass eben auch dann die Nahrung besser verdaut wird. Und vor allem geht auch sehr schnell ins Blut über, die Vitamine, die man da zu sich nimmt und die Phytochemikalien, wie gesagt auch die Enzyme. Und das ist sehr, sehr wichtig, das eben vorher zu essen. Und dann haben wir eben eine Getreidemahlzeit und eine Gemüsemahlzeit, also diese Kombination, kann auch einen Eintopf nehmen und später dann erst lernt man mit Hülsenfrüchten zu arbeiten wegen der Eiweißkombinationen. Das ist also auch ein sehr wichtiger Bestandteil des Lernens eines vegetarischen Tagesplanes. Und am Abend sollte dann die leichteste Mahlzeit sein. Also da wäre eine Gemüsesuppe, eine Gemüsecremesuppe mit Cracker dazu, also das Beste, was man machen kann, damit eben
wie ich schon erwähnt habe, beim ersten Teil des Fastens, dass eben in der Nacht geschieht, die Reparaturarbeit der Zellen und auch die Entgiftung im Körper. Und da sollte der Körper nicht so sehr belastet sein. Deshalb ist eine leichte Abendmahlzeit das Beste oder wie beim Intervallfasten dann ab 17 Uhr gar nichts mehr zu essen. Das wäre also empfehlenswert. Jetzt möchte ich noch die Tees besprechen, die Sie verwenden können beim Entschlacken. Da gibt es den reinen Entschlackungstee aus Brennnessel, Holunder, Birkenblätter, Goldrute, Bibernell oder Hauhechel. Also so eine Zusammenstellung können Sie machen. Ich habe meistens eben die Brennnessel genommen, dann den Ackerschachtelhalm und die Birkenblätter. Aber wie gesagt, es gibt mehrere Pflanzen, die sehr gut entschlacken und für Entschlackungstees geeignet sind. Und dann, wenn wir aufbauen, werden wieder Verdauungstees wichtig. Da spielt der Fenchel eine Rolle, Kümmel, Kamille, Pfefferminze, Anis, Thymian, 1000 Guldenkraut. Also das wären die Kräuter, die wir sehr gut einsetzen können, dann, wenn wir wieder zu essen beginnen, damit die Verdauungssäfte wieder fließen. Und dann eben zum Entspannen auch einen Schlaftee, den Sie sich auch zusammenstellen können aus Melisse, aus Baldrian, aus der Passionsblume, aus Lavendel, je nachdem auch nach Geschmack, wie es jemand haben möchte. Aber das sind diese Kräuter, die sehr gut eben den Schlaf fördern und auch zu einer Entspannung führen. Ich möchte jetzt noch die Durchführung des Leberwickels Ihnen zeigen. Es sind auch die Bilder dabei mit den Tüchern, die man da braucht. Ich brauche also ein Wickeltuch und bereite das eben vor auf einer Liege oder auf einer Couch, wo, je nachdem, wo man sich hinlegt, dann, um diesen Wickel durchzuführen. Ich brauche dann eine Kompresse, die ich in heißes Wasser eintauche, ausbringe, dann eben auf die Leber oder auf den gesamten Bauch auflege, dann gebe ich ein Gummituch darüber, dann ein Handtuch und dann das Wickeltuch und gebe dann noch eine Wärmflasche darüber, damit eben der Wickel wirklich 1 bis 2 Stunden warm hält. Man kann es auch nur 30 Minuten belassen, aber wenn man eben so eine Wärmflasche dann drauf gibt, dass dann das wirklich sehr schön warm hält und wir wissen ja, dass die Leber zu 40% besser arbeitet, besser entgiftet, wenn man so einen Leberwickel durchführt und eben dann bis zu 2 Stunden sogar ruht. Ne? Die kürzeste Zeit wären 30 Minuten, also kürzer sollte es nicht sein. Aber es ist ja auch sehr angenehm und man fühlt sich auch sehr wohl, wenn man so einen Leberwickel durchführt oder so einen Leibwickel. Dann habe ich noch ein paar Ratschläge aus den Gesundheitsbüchern von Ellen White. In Consul's Diet and Food steht auf Seite 182, 3 Mahlzeiten am Tage und nichts dazwischen, auch nicht einen Apfel, trägt zu unserem Wohlbefinden bei. Wer öfters isst, übertritt die Naturgesetze und muss die Folgen tragen. Dann sagt sie, reichliches Trinken von reinem Wasser versorgt den Körper mit der notwendigen Flüssigkeit und hilft, Krankheiten zu widerstehen oder zu überwinden. Also zwei sehr wertvolle Zitate, die vor über 100 Jahren niedergeschrieben wurden und die sehr viel Weisheit enthalten. Und gerade auch beim Darm ist es sehr wichtig, dass wir lernen, ihn zu entlasten und aufhören, eben Daueresser zu werden und vor allem darauf achten, dass zwischen den Mahlzeiten auch der Magen und der Darm wieder zur Ruhe kommen. Und dass wir lernen, die Verdauungsgesetze und die Naturgesetze besser zu beachten, damit wir eben einfach länger gesund bleiben dadurch. Zum Abschluss möchte ich ein Bibelwort bringen, das Jesus uns im Johannesevangelium 14, Vers 27 sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch, euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ja, es ist wichtig, dass wir
den Frieden im Herzen haben. Den kann nur Jesus uns geben. Und deshalb sollten wir auch Jesus mit einbeziehen in so ein Fastenprogramm. Er wird uns durchtragen, auch wenn wir in Fastenkrisen hineinkommen. Er wird uns beistehen, er wird uns helfen, die schlechten Gewohnheiten zu lassen, zu besseren Gewohnheiten zu kommen und wirklich ein glücklicherer Mensch zu werden. Wenn wir lernen, auch diese Gesetze, die er geschaffen hat, besser einzubeziehen in unser tägliches Leben und sie zu halten lernen. Das war jetzt eben ein Vortrag aus der Serie Gesund werden, gesund bleiben mit den Heilmitteln der Natur, der richtigen Ernährung, Bewegung, Wasser innen und äußerlich. Wir haben jetzt sehr viel darüber gehört, wie wichtig das auch beim Fasten ist und auch die Ruhe und den Schlaf. Dann Sonnenlicht, also hinauszugehen, sich in die Sonne hinauszulegen, 15 Minuten Sonnentanken, dann Atemübungen durchführen, Bewegungen im Freien zu machen, dass man genug Sauerstoff aufnimmt, die Mäßigkeit zu beachten, den Alkohol oder die Fette, ganz fetten Sachen zu reduzieren oder wegzulassen, mit Nikotin zu brechen, auch mit dem Bohnenkaffee zu brechen, das ist alles nicht notwendig. Wir werden abhängig, süchtig von all diesen Dingen. Und das wäre eben ein wichtiger Teil des Mäßigkeitsprinzips. Und vor allem dieses Gottvertrauen lernen, das Vertrauen in seine Gesetze, in die Naturgesetze, in die Gesundheitsgesetze, aber auch in sein moralisches Gesetz, weil Gott uns liebt und er möchte, dass wir wirklich gesund bleiben, ein hohes Alter erreichen und auch für unsere Umgebung, für unsere Familie wirklich ein Wohl, sozusagen den Wohlgeruch sind. Ja, die Bibel enthält viele, viele wertvolle Aussagen für unsere Gesundheit. Auch viele Kräuter entdecken wir dort. Es gibt ganz, ganz viele Bibelkräuter, die dort schon erwähnt sind. Und ich möchte eben darauf hinweisen, auf meine Homepage, auf www.hoffnungsvoll-leben.at, also noch einmal www.hoffnungsvoll-leben.at. Dort finden Sie meine 63 Broschüren, wo auch über Fasten, über Entschlacken, welches dabei ist, welche dabei sind, und auch Rezeptbroschüren. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich danke, dass Sie auch mit Freuden dabei gewesen sind, um wieder zu lernen für Ihr Leben, lernen fürs Leben, damit Sie gesund werden und gesund bleiben.